Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Air Missions. Hide. Wisst ihr, wie das lustig ist? Das Spiel wurde. Ich habe das Gefühl manchmal, das Spiel wurde nicht ganz fertig. War ein Fälsch! Hab ich. Oh, ich krieg einen Helikopter bestellt. Man. In der Taskleiste, da ich einen zweiten Monitor habe, steht da Airplane. Also, es war vorher anscheinend auch mit Flugzeugen gedacht. Ja, Hallöchen. Get close to the target area and see what's going on. Oh, das Gebiet, ja schön. Ich finde es aber nur schade, dass man hier überhaupt nichts von wirklicher Kampagnenmission hat. Man hat keine Cutscenes, man hat keine Rahmenbedingungen, man hat gar nichts. Also ich werde. Hi. What the fuck? Hallo? Hallo? Was mit dem Treffen üben wir aber nochmal. Ach, die Punkte sind unter den Leuten. Ah, ja. Da ist wo? Ach, da. Mach ich überhaupt Schaden an dem Ding? Ja, mach ich. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, also wahrscheinlich wird es hier der, ja. Wahrscheinlich wird es hier Afghanistan sein, weil die Russen war, also die Sowjetunion hatte sonst nirgendwo im Nahen Osten, also hier in Zentralafrika. Afrika, Asien, das ist alles dasselbe! Hatte die sonst nirgendwo einsetzen. Wir wissen ja, was draus geworden ist. Ja. Boah, der Helikopter. Das bin nicht ich, das ist auch Helikopter. Blödes Ding. Ja, läuft alles. Denn es ist ein sehr unruhiger Flug. Ja, ist gut. Auto. Kann ich nicht vom Auto schießen? Ui. Schön für dich. Es ist ein Jeep, Herrgott. Sicher, dass wir hier in der Gegend Armee kämpfen? Das wirkt mir eher so wie irgend so ein, was weiß ich, Taliban-Lager. Tada. Was jetzt? Feuer löschen oder? Good job. The area is secured. Now, land and pick up our comrades. Comrades, Kameraden. Ach, da war eine Art Rettungsmission oder was? Fahrwerk. Also, das ist mir irgendwie erst ein bisschen später aufgefallen. Runter mit dir! Setz deinen Arsch auf den Boden! Wir sind ja faule Menschen. Deshalb, wir wollen ja nicht weit laufen. Miep. Und zack. Und da sitzt der Vogel. Na, schwebt. Was? Geh, um Türen zu öffnen? Das ist ja lustig. Come on, guys. We can do this. Da kommen sie. Drei Männer. Dafür entsendet man also heutzutage schon einen Helikopter. Müssen teure Männer sein. Darf ich anmerken, dass die nicht irgendwo dargestellt werden. Das ist alles ein bisschen... Start und fliege davon.
Ach, im Übrigen, ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt, kleine Anekdote. Das ist der erste Key, den ich vom Entwickler persönlich zugeschickt bekommen habe. Ja, ich soll davon fliegen. Keiner hat mir gesagt, wie hoch ich fliegen soll. Cool. Ich bin 10 Meter geflogen. Du fliegst davon. Ich glaube, ich habe noch den einen oder anderen Key bekommen, aber das waren irgendwie ganz komische, blöde Spiele. Auch noch sehr unfertig. MG-Genauigkeit 21. Ich werde besser. Uiuiuiui. Was ist denn das? Es sieht dick aus. Irgendein Training. Für irgendwelche Raketen. Kann ich gebrauchen. Trainingslager Sowjetunion. Do something. Das klingt mir so, ja, mach irgendwas, du Vollidiot. Auf 100 Meter steigen, okay. Einmal Frage, also machen wir gleich hier. Hi! Ja. Funktioniert nicht. Ah. Also mit E funktioniert das jetzt nicht. Wo guckt's über? Gut, nochmal Modus. Oh Gott, runter, runter mit dir! Oh Gott, ist die Scheiße zu lenken. Schwer. Boom. Geht es noch irgendwie nicht besser? Ja, runter mit dir. Und hoch. Ein bisschen steuern. Komm. Triff. Juhu. Alter, ey. Ja. Da, genau. Ich schaff das. Wunderschön. Kuhm nachladen. Ups. Well done. Now it's time to fire at the moving target. What? What? Da. Habe ich da auch noch Mitspracherecht? Funktioniert so nicht. Ah, ich muss gedrückt halten. Ui, ui. Boom. Ich kann das. Komm. Die Raketensteuerung ist überhaupt nicht. Juhu, ich hab's getroffen. So geht das schon weitaus besser.
Nee. Nee. Ja, ja. Also, wenn man die Rakete als Blickpunkt hätte, wäre das, glaube ich, einfacher. Muss ich jetzt zur Base zurückfliegen? Nö. Vier Minuten für vier Ziele. Oh, 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 genau. Möglichkeit von Raketen. Dafür, dass es Lenkflugkörper sind, ist das ein Scheißwert. Juhu, ich hab Raketen. Ich hab noch mehr Raketen. Ist es nicht so ein Stadt einnehmen? Wahrscheinlich mit Raketen. Ja. Guck mal, was für tolle Waffen ich alles bekomme. Ich werde zwar 50% davon wieder wahrscheinlich in irgendein Haus, Hügel oder Pfütze ballern, aber ich habe schöne Waffen bekommen. März. Okay, Comrade, let's go. Wenigstens bin ich nie allein. Kann ich die Schuld immer auf. Vernichtet den Feind. Dann kann ich die Schuld immer auf meine Mitflieger setzen. Weil, wir wissen ja, ein YouTuber macht nie Fehler. Ich glaube, das ist schon irgendjemand mal behauptet. Okay, wir haben da ein bisschen Infanterie. Ich glaube, wir wurden getroffen. Was habe ich denn gerade ausgewählt? Nein. Okay. Geil! Ja, das sind doch mal würdige Waffen. Na, das geht schon. Das geht schlecht. Schlag. Zack, zack, zack. Nee. Sagte Ratter. Ich bin vielleicht ein bisschen tiefer, aber ratter. Waffe wechseln. Was haben wir jetzt? Hier die lustigen Raketen wahrscheinlich hier. Lal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 a. Ich habe was getroffen. Mehr erzählt nicht. Ob ich das Richtige getroffen habe, das ist schon wieder eine andere Frage. So nett war, als rufst du eine Stadt ein. Man zerstört sie und nimmt sie ein. Natürlich präzise mit Raketensperrfeuer. Gelernt bei Katyusha. Ich finde es auch immer lustig. Ich glaube, ich hatte einmal. Ich hatte auch einmal einen Zuschauer, der wollte mit mir dann unbedingt in den Kommentaren diskutieren, warum ich denn Spaß dran habe. Ich glaube, das war bei Secret Wars. Jetzt bewegt er sich nicht mehr. Warum ich denn Spaß dran habe, meinen Vorfahren abzuknallen. Denke ich mir, ja. Also damals habe ich den Spaß anscheinend noch mitgemacht. Jetzt denke ich mir so, ja. Wenn du unbedingt irgendwas suchst, dann hier nicht. Hi. Wunderschön. Hat er gerade ein Heli bekommen? Ich glaube, der war einfach durch meine Präzisionsschüsse so beeindruckt, dass er sein Herz wieder mehr geschlagen hat. Mit meinen Präzisionsraketen wieder. Miep. Das war höchst ineffektiv.
bum 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 bum, sagte ich. Das will nicht, ich will überhaupt nicht bum 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 machen. Ach, feindliche Panzer, jaha. Ich sehe es. Muss mir nicht noch zusätzlich Stress machen. Also, Panzer, wiedersehen. Wiedersehen! Danke. Danke. Ja, das macht man so nicht. Ist mir jetzt wurscht. Ich flieg halt gern rückwärts. Das war sehr zielanvisiert. Er fliegt halt geradeaus. Blöder Helikopter. So, Hover-Modus. Ich will doch nur eine Fernlenkrakete abballern. Aber da. So. Ungefähr getroffen. Es reicht. Wo? Muss erstmal nachladen. Da hinten. Da sind die. Da, ja. Bitte mit denen da. Sonst wird das wieder nix. Boah, diese Adrenalin geladene Musik. Danke. Sind aber schwer gepanzert anscheinend. Ich dachte, moderne Panzer wären so gebaut. Oh, scheiße, ich bin getroffen, ich bin tot. Ich glaube, ich baller jetzt mehr gegen das Haus. Enemy Tanks spotted. Oh, meine Präzision! Krieg ich dafür eine Award? Sag mal! Hi. Danke. War hier nicht noch irgendwo einer? Ja, da. Sind aber schlechte Russen, wenn ich das anmerken darf. Oh Gott. Hallo, Recke, bitte. Wenn die keine Panzer damit schicken, die müssen doch mehr Panzer als Infanterie haben. Das wäre doch russisch. Man ist doch hier Sowjetunion, ne? Oder Sowjetunion. Enemy Tanks spotted. Oh, jetzt reicht's mal. Fliegen wir halt nochmal lang. Ich war gerade so in den Gedanken. So. Schön Hauptstraße entlang fliegen. So. Boom! Mit unseren schönen Raketen. MGs. Verzeihung. Ja. Oh, Mission abgeschlossen. Das war sogar mal eine längere Mission. Ich bin verwundert. Ja, 8 Minuten hat sie gedauert. Und wir haben noch irgendwelche tollen Raketen, mit denen ich natürlich auch so super umgehen kann. Noch mehr Raketen. Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt. Luftstützpunkt. Also nicht Luftwaffenstützpunkt. Gut! Training. Oh Gott, noch irgendwelche Raketen.
Piloten abgeschossen. Cool. Leiser Angriff bei Nacht. Ja, da bin ich aber der falsche Pilot für. Naja. Damit sage ich auch wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Gabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen uns. Ciao.